So, da bin ich wieder. Schon mal als kleine Vorabinformation. Brauche ich ja gar nichts ändern. Ich werde übrigens, also das wird das wahrscheinlich erstmal das letzte Level für heute sein. So dass dann jetzt mit den drei Maps, die ich ja schon vorgespielt hatte und vergessen hatte zu bearbeiten und hochzuladen, jetzt erstmal insgesamt wieder 6 Maps sein werden. Ich werde dann morgen mal wieder ein bisschen zum einen Back to Saturn spielen mit Doom for Doom. Heißt also, ich werde morgen wieder glorreich feilen, weil ich wieder andauernd versuchen werde nachzuladen. Was ist das denn? Ach ja, stimmt, Extermination Day spielen wir auch mit der Ding. Waren wir da noch gar nicht fertig bei Extermination Day? Stimmt, da waren ja noch ein paar Maps offen. Ha, muss ich auch noch weiterspielen. Lol. Na gut, okay. Ja. Heißt also, ich werde morgen wieder ein bisschen Back to Saturn spielen. Mal gucken, wie viele Maps ich drauf Bock habe. Da nimmt er meine Lust immer so schnell ab. Wow, er wurde mitgenommen. Wow, zum ersten Mal, dass er nicht verloren ging. Kann ich mal speichern? Man kann ja nicht sicher sein. Und dann werde ich morgen auch noch wieder ein bisschen mit Mini Doom spielen. Also dem 2D Remake sozusagen von. Holy moly, was ist das denn für eine Map? Hä? Ist jetzt ein komplett Remake. Was ist denn das für eine Map? Ach klar, das große Industriegebiet. LOL! Mit LKWs. Ist das geil. Ja, okay, doch, genau. Das Industriegebiet. Das ist praktisch. Ja doch, genau. Ist genau der gleiche Startpunkt, wo man auch sonst mal startet. Nur der LKW hat mich gerade komplett irritiert. Und die Laterne. Und alles hier. Einzige, was mir gerade vertraut vorkommt, ist zum einen diese Fläche und das Gebäude hier. Das 1:1 gleich geblieben. Fast. Ist das geil? Ist das geil? Meine Fresse, ist das geil? Erstmal ein bisschen umschauen. Das sieht ja ultra nice aus. Halt da noch ein LKW. Oh! Bring ihn um! Bring ihn um! Junge, so wie du stehst, triffst du ihn sowieso nicht. Ja, los! Bring ihn um! Nein! Alter! Und direkt der erste Fail. Ich glaube es nicht. Gut, wenn du so dumm dafür bist, bring ich ihn halt um. Sobald ich ihn sehe. Das hier ist auch weiteres. Ja doch, genau, ist auch weiteres gleich. Da hinten ist eine Seal. Hier gab's. Ja, wo denn? Hä? Den nehme ich irgendwie oder was? Hier gab's bei Extermination Day die geheime Waffe. Was? Digga, wie trifft der mich? Da war gerade das Räumweg. Der hat nämlich getroffen. Mal gucken, ob es oben jetzt auch. Mann, ey. Mal gucken, ob es oben jetzt auch die Autoshotgun gibt. Och, Alter, leck mich doch am Arsch. Hä? Moment, aber krieg ich da gar keinen Schaden? Oder habe ich ihn gerade einfach nur. Oh. So, die geht ja auch noch lang. Was sind das bitte schön schon wieder? Oh, ein Bahnhof. Alter, ich werde hier gleich geil. Ist das überhaupt Teil der Map? Nö, oder? Na doch, denn gibt's Wege. Hier in die Richtung gibt's Wege. Kann also durchaus in die Map eingearbeitet sein. Digga, die sehen mich, obwohl ich die noch gar nicht sehe. Alter. Ist da noch einer?
Oh, jetzt ganz vorsichtig hier rauf gehen. Huh, ha. Gut. Also zumindest ist da oben schon mal eine Rüstung. Alter. Und ein Männekicken. Ich weiß aber gerade gar nicht mehr, was der graue war. Captain Marine. Ach, Shotgun. Nice. Stimmt, bei den. Nee, doch. Hä? Die blauen waren, glaube ich, die mit den Plasma. Weil die blauen, die darf ich dann nämlich nicht befreien. Weil, wie gesagt, Plasma hat den großen Nachteil, dass die mich. Dass die mich, klar. Dass die mir auch schaden. Ja, tatsächlich. Hier kriegt man ja keinen Schaden, wenn man hier auf der Brühe ist. Wow. Na gut. So, wo ist jetzt die Kackspinne? Ich sehe schon wieder nichts. So, da hinten ist schon mal eine Spinne. Interessant. Wissen wir, was jetzt die andere? Oh! Habt ihr gut gemacht. Jetzt habe ich schon vor Schreck geschossen. War sozusagen Warnschuss. Damit die restlichen Spinnen wissen, dass ich das ernst meine. Kann ich hier rauf? Boah. Ja, hier gibt es aber nichts. Schade. So, erstmal hier alle Spinnen wegmachen. Ach du Kacke. Ey, das ist aber schon vorteilhaft. Da kann ich nämlich schon von außen praktisch platt machen. Gut, so, dann mache ich das auch gleich mal. Ich komme aber nicht. Ich kann nicht weit genug nach unten schießen. Wenn ich genau über die Kante drüber schieße, schieße ich doch über die Viecher drüber. Und wenn ich nach unten schieße, schieße ich hier gegen die Kante. Das ist das behindert. Aha, okay, so geht's. Wow, schade mir auch wieder selber. Ach Mann, ey. Das ist doch behindert. Kann ich vergessen. Nee, es wird nichts. Nehme ich die? Was nehme ich denn da jetzt? Würde die gerne loswerden? Oder ich springe einfach. Oh wow, ach Mann, ey, das ist doch scheiße, das ist doch kacke. Leute, steht er nicht im Feuer rum. Gut, so meist habe ich besiegt. Sind die anderen? Boah, Alter. Ah, komm, lass ich sein. Ist mir nur mal zu blöd. So, hier ist. Oh, da ist auch noch eine Spinne. Das da. Dankeschön. So, hier gab es einen Geheimweg, genau. Wow. Gut, das bringt mir dann nichts. Wow. Ach komm. Oha. Fuck. Bringt ihn um. Ist er tot? Oha. Einer ist doch noch. Fuck, fuck.
Also bei der hat mich jetzt richtig gut getroffen, ja. Nein, das wollte ich nicht. Das da wollte ich. Hä? Das da wollte ich. Dankeschön. So, hier muss ich jetzt beide pausieren. Da drehen sie nämlich hier hinten bei der Spinne in ihren Tod. Das wäre so typisch. So, das nehme ich mal. Genau deswegen nehme ich. So, da hinten die Spinne. Kommt euch dieses Licht hier an. Das ist so dumm einfach. Gut. Komm, nehmen wir das hier. Nein, so kann ich nicht zielen. So. Ich glaube, ich hab's. Ja, es ist weg. Oh! Ach du Kacke! Na komm her! Hä? Wieso kriegt der jetzt schon wieder Schaden hier? Wollt ihr mich ärgern? Ach, weil ich wieder an der Wand stand. Ja. Okay. Das macht Sinn. Naja, eigentlich nicht, aber... Oh. Oha. Interessant. Ich würde da gerne hoch. Gut, dann gehe ich erstmal hier runter. Das ist doch scheiße hier. Dass sich die Ketten immer gleich nach vorne zieht. Achso. Okay. Also erst den Schlüssel holen und dann runter. Oh. Wahrscheinlich kommt man hier in dieses Bahnsystem. Und hier kommt man an ein Secret. Gut, hier kommt man nicht durch. Nee. Hä? Ach Jung? Ah nee, okay, ich weiß, wo wir sind. Ja. Geht das jetzt auch wieder hoch oder nicht? Aha, okay, jetzt bin ich hier oben. Ja. Und jetzt bin ich hier oben, wo ich hinspringen wollte. Perfekt. Oh, ganz raus geht's auch gleich wieder. Das ist irgendwie nice. Doch, das gefällt mir. Wow. Manche Sachen haben sie hier echt wirklich sowas von geil miteinander verstrickt. Also hier brauche ich jetzt nicht mehr rein, weil... Das war nämlich genau der Bereich, wo wir gerade drin waren. Wo man nämlich normalerweise schön in eine Falle rennt. Und wir haben praktisch die Falle von hinten rum ausgehebelt. Und das ist schon echt geil. Worauf mich allerdings trotzdem noch freue, ist der hier Bereich. Weil das wird richtig abgefuckt. Hier ist man genau in der Mitte, also in dem Ding, in dem Block hier drin, ist man in der Mitte. Und ist aber da drinnen dann von Gegnern umrundet. Und das ist richtig arschfick. Also, hier muss man auch aufpassen, da ist auch noch so ein Kackviech drin. Perfekt. Hier geht's auch wieder raus. Aber kann man hier alle Räume von hinten betreten oder was? Oh. Oh, wo kommt man denn da hin? LOL. Digga, das gefällt mir gerade so sehr, hier alles. Ich muss die beide übrigens noch wieder reaktivieren, sonst bleiben die da für ewig stehen. Oh, wow. Ich versuche mal da runter zu, da hinten hinzulaufen. Aha, funktioniert tatsächlich. So, jetzt muss man den Dingern hier folgen, also erst hier rauf. Kennt man auch von Doom 1, glaube. Oder war das Doom 1?
Ja doch, genau, bei Doom 1, eins der späteren Levels, da war auch sowas. Da muss man auch diesen Dingern hier folgen. Von daher, jeder Doom-Spieler, der schon öfters Doom gespielt hat, kennt dieses Muster hier. So, da spawnen gleich Gegner, beziehungsweise spawnen sie nicht, sondern da geht eine Tür auf, wo die hinter sind. Oh. Hä? Okay, das ist bei der Original Doom nicht so. Das ist wieder Insta-Kill. Ich hasse Insta-Kill. Aber normalerweise kommt man nämlich hier hinten zu dem Secret. Ach so, okay, ist auch nicht mehr. Gut. Der läuft dann nämlich hier durch die Brühe, kriegt dann dabei natürlich logischerweise Schaden. Aber da hinten kriegt man halt, jetzt weiß ich gar nicht mehr, ob man da Munition bekommt oder so einen Anzug. Aber ja. Das ist jetzt nicht mehr so. So, da waren wir drinne, hier waren wir drinne. Oh. Ja. Wow. Den Raum fand ich... Oh, ich habe mir gerade den Kopf abgeschossen. Lol. Den Raum fand ich schon immer scheiße, aber... Gott, sieht das geil aus mit den Dingern hier. Alter, sieht das hier geil aus. Boah. Meine Fresse. Ja, und das hier ist die BFG. Jetzt weiß ich gar nicht, wie die heißt. Also es gibt ja einmal die klassische BFG. Das ist einmal... Nein. Die hier. Das ist, glaube ich, die BFG 9K. Und das hier ist praktisch eine weiterentwickelte Version. Die BFG 10K, also 9K heißt 9000, 10K heißt 10.000. Ich glaube mal, das sollte Allgemeinwissen sein. Alter, ist das geil hier. Gut, wir haben soweit, glaube ich, jetzt alle Räume durch. Den Raum haben wir, den Raum haben wir, den Raum haben wir. Ja, wir haben alle durch. Dann entsehen... Oh, Alter, was ist hier gerade für ein Geflickere? Lol. So, dann entsichere ich mal die beide hier. Dankeschön. Und dann verlassen wir mal die Einöde hier. Ich weiß nur gerade nicht wo. Oder wie. Da auf jeden Fall nicht. Dann nehmen wir halt mal den offiziellen Ausgang. Also, ist ja kein offizieller Ausgang, ist ja auch ein geschiedeter Ausgang. Nein. Fuck, das war so nicht geplant. Digga. Are you kidding? Nein. Nein, der mit der fucking Minigun ist gestorben. Lade ich neu? Fuck ja. Kommt. Oh. So, gut. Gibt es hier noch einen anderen Weg nach draußen? Hier gab es noch einen Weg nach draußen, glaube ich. Bin ich mir jetzt aber fast unsicher. Ah, Quatsch, nee, ich bin doch gar nicht. Gut, ich guck mal ganz kurz. Hä? Nee, hä? Moment, wir waren doch auf dem richtigen Weg, oder? Bin ich jetzt behindert? Das war doch hier der richtige Weg. Nicht der, sondern... Oh. Ja, er macht das hier die Kinderkarte kaputt. Geil. Danke dafür. Ah, genau hier. Oh. Ach klar, wir haben den Teleporter genutzt. Das war der Fehler. Hier hätten wir rausgemusst. Tada. Aha, ja.
Das hier ist der normale Eingang, der ganz klar. Hier drin kommt man da rein. Und euer Spotter nämlich da, jetzt genau da, wo ihr gerade die ganzen Gegner umbringt. Oh, der ist ein roter. Okay. Ich glaube, das lassen wir mal. Sag ich nicht hin. Oder? Doch, komm. Warum nicht? Mein Problem ist nur, ich habe die Dinge normalerweise immer mittels dieser Sentry Gun umgebracht. Also in dem Raum war ich bisher nur mit mittels Project Brutality, so, und der können wir nicht ganz folgen. Dann sorgen wir mal dafür, dass er mir folgen kann. Komm mit. Also, weil wo bist du jetzt? Alter, ich bring dich gleich um. Trab jetzt an. Hä? Auch der Vollidiot hat sich wegteleportiert. Ich glaub's nicht. Ich glaube es einfach nicht. So. Wo ist jetzt schon wieder hin? Digga, du kommst jetzt mit hier. Ja, ja. Komm. Auf, mitkommen. Mitkommen. Noch weiter. Du Arschloch. Genau. Komm, kommst du. Digga, für mich hier gerade vor. Ah, das ist doch das neue Backpack. Du kommst jetzt her. Du kommst jetzt sowas von her, Junge. Ich spring nicht gleich um. So, das brauchen wir immer noch nicht, genau. Mitkommen, mitkommen, mitkommen. Dankeschön. Danke. Perfekt. Jawoll. Alter. So, und du darfst jetzt für mich hier drin alle Gegner umbringen. Let's have fun. So geht das nicht. Nicht durch die Wand schießen. Intelligenzbestie, ich spring nicht um. Na, geh noch rein. Da drin sind die Gegner. Ich mach dich schaschlig. Ach, leck mich doch alle. Jetzt geh rein da. Vollidiot. Der rote Riese ist eigentlich das einzige Problem. Aha, und er ist weg. Wow, und wir haben gerade mal 50 gebraucht. Also hier 50 von der Plasma. Fuck. Fuck. Oh, danke. Schade, mehr Secrets gibt's hier nicht. Ah, apropos, wir waren nur noch in dem Anfangsraum gar nicht drin. In dem roten Gebäude, was ich ganz zu Anfang meinte. So. Die ganze Munition da hinten brauchen wir alles noch gar nicht. Achso, das öffnet nur das hier. Gut. Das hier brauchen wir. Ne, brauchen wir nicht. Aber gerade mal 7 Defizite. Hä? Wie geht das da auf? Hallo? Na gut. Hier war ein anderer Weg. Fuck. Danke. So, wo kamen wir am Anfang her? Hier nicht. Hier, das rote Gebäude, hier müssen wir noch rein. Das haben wir vorhin ganz vergessen. Und hier gibt es einen kleinen Trick. Normalerweise geht man da rein und wird gleich von allen möglichen Gegnern zerfletscht. Man kann aber auch einfach durchrennen und dann... Wow, das ist hier dunkel. Oha. Durchrennen. Oder auch nicht. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Wie funktioniert der Raum? Ach, da ist ein Knopf. Geronimo! Tada! Und schon kann man hier draußen alle in Ruhe umlegen.
macht Wurstverarbeitung Spaß. Ein bisschen Yachtwurst, ein bisschen Salami und schön Hüftspeck. Und vor allem vergesst den Chicken nicht. Wow. Wow. Jetzt hat mich gerade dieser Kackding da hinten aus dem Konzept gebracht. Arschloch. Wo bist du? Komm mal her hier. Seh dich gar nicht. Oh, die Taschenlampe. Fuck. So, danke für nichts. Springe nicht so rum. Los, geh runter. Guck, ob wir noch welche Gegner überlebt haben. Vor allem der Rote dürfte jetzt schon wieder tot sein, ne? Ja, da hinten liegt er. Scheiße. Eine Kacke. Ach Manu, warum muss immer dieser Shane Gunner dran glauben? Er war noch so jung. Er hatte noch so viel vor sich. So, und hier müssen wir jetzt rein. Ich hoffe mal, wir haben die Karte schon. Ja, scheint so. Ja, haben wir. Nein! Ah doch, geht auf. Ah ja, kommt mal her. Auf euch war das eine Überraschung. Nehmen wir die hier oder nehmen wir die? So gefällt mir das. Weil normalerweise, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, kann man diese Tür bei Vanilla Doom nicht von innen öffnen. Und deswegen ist man da schön hier drin gefangen. Aber hier geht's einigermaßen. Kommt jetzt noch mehr oder war's das? Ah ne, da kommt noch mehr. Oder nee, die kommt doch nicht. Die kommen für nicht raus, oder? Doch, einer kommt. Gut, ich würde mal die restlichen zerlege ich dann mit der Plasmawaffe. What? Fuck. Na komm runter. So viel zur Plasmawaffe. Aber hat sich halt mit dem hier gerade so schön angeboten. Nee, hier gibt's nichts. Da auch nicht, aber hier gibt's was. Nein, komm wieder runter. Geh runter. Geh runter. Wow. Da. Also diese ganzen Rumsklädern hier, da kriegt man ja Panikattacke, kriegt man da ja. Bam. So, alles offen? Alles offen. Jetzt wüsste ich nur gerne, wo man hier in dieses Bahnbereich abtaucht, weil draußen war noch dieser Bahnhof, den wir da gesehen hatten. Oh, brauchen wir gar nicht.
Nein. Wo war jetzt der Ausgang? Da war der Ausgang. Go, dann holen wir jetzt erstmal schön hier Munition überall. Das sieht so geil aus. Hä? Wieso kann ich das nicht aufnehmen? Ach, leck mich doch. Schon wieder hier alles total verbuggt. Das hier auch nicht. Vor allem, es blinkt doch so extrem. Oh, irgendwo sind mir welche nicht ganz freundlich gesonnen. Nennen. Oh, irgendwo waren hier noch ein paar Kisten mit Munition und so. Ach, da. Ach, scheiße. So, da muss ich auch noch hin für die blaue Perle. Okay, erstmal muss ich irgendwo in den roten. Das war, glaube ich, hier. Das brauche ich. Genau. Jetzt kann ich mir nämlich die Dinger hier holen. Perfekt. So, jetzt kommt die Frage, wo war dieses. Oh, hier lebt das sogar noch einer. Wo war die blaue Rüstung? Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir irgendwo eine blaue Rüstung hatten. Oder war das wieder nur Wunschdenken? Wahrscheinlich ja. So, zuallererst das hier. Hä? Habe ich eiskalt nicht nachgeladen, ich glaub's ja. War hier drin, oder? Hier war auch nur grüne Rüstung, wenn überhaupt. Ah, jetzt gar keine Rüstung. Ja. Jetzt lohnt sich das Ganze. Das hingegen lohnt sich nicht wirklich. Raketen brauchen wir noch. Ja, also ich glaube, weil die Map an sich ist ja schon soweit schon mal zu Ende. Ich bin jetzt hier bloß noch ein bisschen dabei, meine Ressourcen wieder aufzufrischen. Und vor allen Dingen war ich mir sicher, dass ich irgendwo eine blaue Rüstung gesehen hatte. Habe. Aber irgendwie scheint es doch nicht so zu sein. So, und wo wir nochmal gucken wollen, ist hier. Weil hier konnte man auf jeden Fall runter. Und da ging noch ein Tunnel lang. Ich wüsste gerne, ob hier mit noch was auf sich hat. Hier soll es wohl angeblich weitergehen. Nee, auch nicht. Ist ja schade. Tja, jetzt ist bloß noch die Frage, wo es mit der blauen Rüstung war. Oder ob ich das jetzt mit dem Level von 5 vergessen, also dem letzten Level vergessen habe. Verwechselt habe. Goddammit. Weil ich bin mir super ultra dupi wichtig sicher, dass wir hier irgendwo eine blaue Rüstung hatten. Und wenn ich sie nicht gleich finde, dann habe ich auch nicht wirklich noch Lust, hier für stundenlang weiter zu suchen. Wow. Na gut, okay. Also keine blaue Rüstung. Dann lassen wir das Ganze am besten mal dabei. Versuchen jetzt zum Ausgang zu gehen. Der war hier. Ich könnte schwören, dass hier eine blaue Rüstung war. Ich könnte es echt schwören. Und dann gehen wir mal zum Ziel. Wo auch immer der ist. Ne, wir nehmen den offiziellen Weg. Die Eisenbahn, werden wir mit zur Oma fahren. Map, map. Achtung, hier ist Reicherzone. Wumm, Digga, wie rumschlädern. Wow. Mission Impossible, wer glücklich, wer stolz auf uns. Wow. Einfach so zerfickt habe ich euch. Hm.
jetzt hier Ende, ja, ne? Hä? Ach, schau meine an. Oh, lol. Geil. Ah. Gut, das macht ja natürlich Sinn. Das ist ja mal krass. Gibt's hier irgendwo blaue Rüstung? Nee, ne? So, da ist was Grünes. Und hier ist ein rotes Signal. Haha, kommt ja nicht mehr raus. Bitch. Leider gibt's hier irgendwo Rüstung. So, hier kommen wir nicht durch, genau. Sondern wir müssen dann hier raus. Und der rote Strich heißt wahrscheinlich, dass es hier das Ende ist. Naja, ah, also ohne blaue Rüstung. Oh. Gibt es denn irgendwo Schrotflinte? Wir haben vergessen, die Schrotflinte nachzuladen, bevor wir die Munition aufgesammelt haben. Na gut, ist jetzt alles egal. Ist mir jetzt alles egal. Downtown, oha. Auf die Map freue ich mich jetzt schon. Nein, bei der will ich gar nicht wissen, wie sie aussieht. Weil ich hoffe, dass sie geil aussieht. Von daher, ja. Downtown ist im Vanilla Doom eine der hässlichsten Maps überhaupt. Von daher, mal schauen, vielleicht wird die hier richtig geil. Von Optik jetzt. Gut. Wie gesagt, morgen wahrscheinlich erstmal ein bisschen wieder Back to Saturn. Mittels Doom for Doom. Und ansonsten Mini Doom. Aber wie gesagt, das ist alles morgen, denn heute. Wenn ich jetzt Konvertierung starten, dann vielleicht morgen früh dann die sechs Episoden jetzt, also Map 7 bis Map 12 jetzt dann hochladen. Mal gucken. Ciao mit V.